Recht herzlich willkommen zur 104. Folge von Avorion. Ja, es gab ein Update und bei dem Update, ihr seht vielleicht, dass auch wie die Raumschiffe flitzen, da hat sich wohl was getan. Und ja, sonst sind vielleicht auch andere Dinge neu, die ich jetzt aber auch nicht weiß. Ich meine zwar, irgendwas stand da was vom Handelssystem wäre geändert worden, aber wir können ja mal gucken, ob der das jetzt kann oder nicht. Warte mal, 1, 2, 3, die erstmal aus. Und das ausgewählt. Und F für Befehle. Bauen, Befehle. Ich glaube, da hat sich aber nichts geändert. Das ist alles identisch. Und wir hatten die Entscheidung. Gelbes Tor oder blaues Tor, ne? Müssen wir mal gerade auf die Karte gucken. Also gelb ist wohl dieses, blau ist das, oder ne, das ist das gelbe, das ist das blaue. Und da kommen wir dann zu einer anderen Fraktion wahrscheinlich. Ja, wie ihr ein bisschen aus der Stimme raushört, immer noch erkältet, hat sich nichts geändert. Wir können auch mal gerade gucken, was es hier so für Aufträge gibt, die immer noch gar nicht angeguckt nach dem... Entschuldigung, abspeichern. 150 Energiezellen, die brauchen sie. Haben wir natürlich nicht. Folgt er uns eigentlich noch, oder? Ja, ich glaube, er folgt uns noch, ne? Ja, macht er. Hat geguckt, wo wir sind, und dann ist er losgeflogen, ne? So, das haben wir. Da ist auch noch was. Gucken wir das mal an. Schwarzes Brett, Klebstoff, den haben wir letztes Mal auch. Schiff ist nachgekommen, alles klar. Wer war das? Schmuckhersteller, den haben wir letztes Mal aber auch, oder? Ich glaube, da hat sich das mit dem Update geändert, dass da jetzt die Missionen behalten. Das könnte natürlich auch sein, weiß ich nicht. So, aber wir müssen jetzt mal gucken. Da sind andere, die Apnitios Planeten oder so ähnlich heißen die. Aber weißt du was? Und wir fliegen da mal hin. Gucken, dass wir keinen Asteroiden unterwegs rammen. Und dann fliegen wir da mal rein. Gucken, was da so los ist. Gut. So. Für den Sektor sind wir immer noch zu schwach. Passt, ne? Da ist das nächste Tor. Ja, ich glaube, hier ist uns auch nichts los, ne? Kann das sein? Ja, zwei Schiffe und das war's. Jetzt ist die Frage, wann unser anderes kommt. Vielleicht ist er jetzt auch schneller geworden mit dem Update. Weiß ich nicht. Aber wir müssen kurz gucken, wo wir dann hin wollen. Nach Norden oder nach... Ja, ich glaube, wir fliegen mal nach Norden dann. Also Nordtor ist das tatsächlich. Fliegen wir da mal hin. Achso, durch dürfen wir ja noch nicht, weil wir erst auf unser Schiff warten müssen, ne? Obwohl, jetzt wäre gerade die Frage, ob da sich auch was dran getan hat. Der uns dann noch findet oder nicht. Mit dem Update. Ja, jetzt ist er gerade durch. Ja. Aber hat trotzdem lange gebraucht. Das wissen wir jetzt auf jeden Fall. Krass. Hat nicht funktioniert. Gucken wir mal, ob wir jetzt durch können. Jetzt geht's. Okay, da ist gerade einer am Arbeiten. Hier gibt's was. Jetzt müssen wir gerade mal unseren Dingens hier rankarren. Unseren C43-Detektor ist hier drin, oder was? Sehe ich aber nicht so richtig. Okay, dann machen wir das Handelssystem dann da rein. Irgendwas passt hier nicht.
ein bisschen buggy, ne? Okay, das ist es jetzt nicht. Dann tauschen wir den wieder zurück. Und gucken wir gerade auf die Karte. Es gibt nur einen Weg hier weiter, den nutzen wir dann auch mal. Das ist das Tor da. Ost-Nord-Ost-Tor. An dem werden wir jetzt feststellen, ob unser Schiff uns trotzdem findet oder nicht, ob die Wegfindung verbessert worden ist. Nö, er ist schon hinter uns, alles klar. Er wird uns also folgen. Läuft also. Ah, hier gibt es mehr Aufgaben. An den schwarzen Brettern. 50 Solarzellen wollen die haben. Die Schiffswerft, was will die? 100 Stahl. Und wo geht's hier weiter? Nach Norden im Endeffekt und nach Osten. Nord-Nordwest, dann machen wir das. Fliegen erstmal nach Nord-Nordwest. Okay, wir haben keinen Saft mehr. Ich glaube, die Symbole da oben sind ein klein bisschen anders geworden. Kann das sein? Und das Tor funktioniert nur von einer Seite, oder wie ist das? Kann das sein? Okay, das hat geklappt. Wir sind jetzt in einem zweiten Sektor und gucken wir mal, ob unser anderes Schiff jetzt uns findet oder nicht. Nee, kennt es noch nicht, alles klar. Jetzt wieder zurück. Gut, jetzt weiß er, wo wir sind, jetzt folgt er uns wieder. Ja. Jetzt lassen wir nochmal die Karte gucken. Okay, das sieht so aus. Da war unser Öl. Ja, dann lass uns doch mal nochmal durch. Wo war es jetzt, das Tor? Da. So, da durch und dann schauen wir mal weiter. Und da sieht man wieder, wie schnell die dann doch jetzt fliegen und nicht mehr so behäbig. Das ist dann doch etwas schneller geworden. So, da haben wir ein Nordwesttor, das wir dann auch nutzen wollen. Da wollen wir hin. Das hat geklappt. Ach so, ja, wir müssen wieder eigentlich warten, bis der nachkommt, ne? Wieder doppelte Torgebühr bezahlen. Okay. Was ist das? Das kenne ich nicht, dieses Zeichen da. Asreiter Renew. Was soll mir dieses Zeichen sagen? Okay, kann man anklicken. Sektor patrouillieren. Unbekannte... Ah, warte mal, jetzt... haben wir da nette Schiffe, aber wir müssen mal gerade zurück, weil unser anderer Kollege uns nicht findet. Bam. Das hat gut geklappt. So, jetzt nochmal Karte. Ach, jetzt guck mal hier, da sind... Ach! Das ist der Trader. Und wir können tatsächlich hier was machen, auf dieser Karte jetzt. Das habe ich gar nicht gesehen. Abbauen, abwracken, eskortieren, Güter kaufen, Güter verkaufen. Das können wir aus der Ferne alles machen. Krass. Ja, das ist ja cool, ne? Wer ist denn Renew dann? Warte mal, das würde ja bedeuten, haben wir da auch, da haben wir auch was, guck. Alles klar. Das ist jetzt unsere Station, ne, die Ölbohrstation.
Eigene Station bevorzugen. Alles klar, das haben sie also auch geupdatet hier. Das würde ja bedeuten, dass wir mit unserem Schiff doch tatsächlich jetzt zum Beispiel dem Trader hier hinfliegen können, aufladen und dann zur Dingens fahren können und das verkaufen können. Dann funktioniert der Handel jetzt über diese Karte. Ja, das ist ja cool, oder? Und das ist jetzt das Schiff, was ich habe. Und das ist der Trader. Und jetzt könnte ich den Trader Feinde angreifen, abbauen, abwracken. Eskortieren, Güter kaufen, Güter verkaufen. Stopp. Okay. Wenn ich jetzt Güter kaufen mache, kann man das ihm sagen und dann macht er das selbstständig. In diesem Sektor oder was? Okay, das ist sehr stark. Auf jeden Fall ist er da. Hier ist richtig Party. Da wollen wir aber gar nicht mitmischen. Wir wollen eher Tore finden zum Weiterfliegen. Kupfermine. Da ist das Tor. Wenn ich da jetzt dran klicke, habe ich natürlich mein Schiff erwischt. Alienschiffe sind aufgetaucht. Okay. Das ist Tor zu Richtung Osten. Das wollen wir aber nicht nehmen. Hier sind so zwei kleine Punkte dran. Was heißt jetzt zwei Schiffe von mir hier anwesend oder was? Wohl wahrscheinlich. Warte mal, wenn wir jetzt noch wissen, wo unser Abbauschiff ist, ne? Ah, hier ist wohl unser Heimatplanet. Und da war so ein Häuschen dran, ne? Wo baut denn jetzt unser anderes Schiff noch ab? Das ist die Frage. Da wohl. Und da kann man ihm sagen, was er macht. Sehr cool. Ach, hier kann man dann auch noch sagen, was für Preise wir haben wollen dafür. Okay. Dann funktioniert das Handelssystem jetzt im Endeffekt. Stark. Ja, das Update hat was gebracht, ne? Muss man sagen, ne? So. Was machen wir dann? Gute Frage. Jetzt müsste man den ja sagen, flieg du mal zu dem Sektor da hinten hin, ne? Ja, aber wie macht man das? Das geht dann wahrscheinlich nicht, ne? Und dann kann ich jetzt das zwar machen. Kann ich das auch so anklicken und darüber ziehen, dass er dahin fliegt? Nein, das macht er nicht. Sektor patrouillieren nach da oder was? Nicht wirklich. Jetzt patrouilliert er wahrscheinlich nur in diesem Sektor. Ah, da sieht man an einem kleinen Symbol, was er macht. Eskortieren. Okay, er kann nur mich eskortieren. Abbauen kann er nicht, wegen Bergbaulaser fehlt und so, ne? Das ist ja cool. Ja, das müssen wir dann so lassen erstmal, aber wir können ihm sagen, kauf das und verkauf das, ohne dass wir das Schiff wechseln müssen. Das ist schon mal richtig gut. Gut, das ist schon mal Schritt in die Zukunft. Was macht denn er da jetzt so? Welches Schiff ist denn das? Das ist der Trader jetzt, ne?
Achso, wir hatten eben gesagt. Jetzt kann ich das nicht auswählen, oder was? Das ist jetzt komisch. Weil normalerweise kannst du es doch so auswählen, ne? Mit Mittelklick, ja. Und den jetzt nicht, oder was? Mein eigenes Schiff kann ich jetzt, oder meinen eigenen Leuten kann ich jetzt nicht mehr F. Okay, das geht dann so, ohne das anzuklicken. Betreten ist jetzt... Ach doch, kann ich sogar. Krass. Das heißt, das ist auch besser geworden. Coole neue Features hier, weil vorher konnte man da nicht so schnell reingehen. Nur das hier ist ein bisschen tricky. Betreten. So, jetzt bin ich wieder hier. Das ist das, was ich erreichen wollte. So, aber wir wollen ja weiter. Jetzt müssen wir wieder auf die Karte. Und hier auf jeden Fall eskortieren sagen. Dann macht er das ja auch. Und dann müssen wir jetzt gucken, dass wir das Nordwesttor, Nord-Nordwesttor oder so kriegen. Das müsste dann das sein, ne? Süd-Süd-Ost? Nee. Da oben ist noch ein Tor, das ist das Richtige dann, ne? Nordwest-Tor. Auf geht's da rein. Und gucken, dass wir das so hinkriegen, wie wir das uns so vorstellen, ne? Gut, hier ist die nächste Party. Wir können hier nur nach Norden weiterfliegen. Es gibt aber auch andere Blipse, aber das wäre mit unserem eigenen Schiff dann etwas schwierig. Okay, das bedeutet, das Tor ist unser Tor, ne? Er hat jetzt auch nichts angezeigt, dass hier was Besonderes ist. Dann lassen wir das mal so. Wir müssen wieder warten, bis der kommt, ne? Ist hier irgendwo ein Asteroiden, den wir entdecken können? Nicht wirklich, oder? Hier sieht alles gut aus soweit. Ja, das ist jetzt sehr schön. Das ist cool. Das kannst du jetzt hier dann auch sagen, ne? Dass die da was machen. Das ist richtig gut. Wir versuchen jetzt hier rüber zu kommen. Machen wir nicht in dieser Folge, schaffen wir nicht mehr, sondern versuchen dahin, über den Weg nach hier oben und gucken zu, dass wir dann dahin kommen und dann versuchen wir unser Öl irgendwie zu verkaufen mit dem Trader. Den müssen wir aber irgendwie dahin bringen. Wie das funktioniert, weiß ich noch nicht. Bin ich mir nicht so sicher, wie er das macht. Aber wir werden sehen. Ja. Güter kaufen. Können wir Rohöl kaufen? Das war doch Rohöl, ne? Ja, da sind wir schon vorbeigesegelt. Da ist es. Das kaufen wir. Einzukommende Menge kannst du da eingeben. Das ist mindestens zu x% des Durchschnittspreises kaufen. Also 50% des Durchschnittspreises soll man das kaufen. Wenn ich das so mache, ne? Ist die Frage, ne? Menge kann ich dann vollladen? Machen wir 50.000. Für der Filter gut ist, weiß ich nicht. Ja, dann ist hier das Roh da drin, dann ist das da Rohöl, alles klar. Aber er unterscheidet, glaube ich, mit Groß- und Kleinschreibung, ne? Kann das sein?
Nee, das kennt er jetzt gar nicht. Okay. Das Roh bei Rohöl kennt er nicht, er kennt nur Öl. Alles klar, ist aber jetzt auch egal. Und das wäre dann so. Gut, das müssen wir nächste Folge ausprobieren, wie das mit dem Kaufen und Verkaufen geht, denke ich mal. Jo, dann würde ich erstmal sagen, recht herzlichen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann tut das. Wenn euch die Folge gefallen habt, dann gebt einen Daumen hoch und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.